Ladies and Gentlemen, willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar spielen wir heute wieder mal ein Skyblock Modpack. Und zwar in der Version 1.10. Und zwar spielen wir heute Sky Factory 3. Und gestern noch mit Trivodo und Nighty unterhalten, ist diese über diesen wundervollen Displayerfluch. Man startet eine Aufnahme und es fängt an zu pissen. Oder wird Nacht. In diesem Fall Regen. Nacht. Check. So. Wir haben, ich werde es direkt am nächsten Tag hochladen, gestern haben abgeschlossen. Nein, wir haben nicht Sky abgeschlossen, wir haben Project Ozone 2 im Kappa-Mod abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem neuen Modpack an. Und gucken ganz schnell, dass wir an den Sapling kommen. Weil sonst muss ich eine neue Map anfangen und werde diese Aufnahme eindeutig unterbrechen, weil das muss jetzt echt nicht sein. Das heißt, wir gönnen uns schon mal hier Crocodile Dundee. Jetzt mache ich hier nicht schwach. Sehr schön. Da bekommen wir sie auch schon. Super. Wir nehmen uns den Crafting Table mit. Und wir haben 4 Setzlinge und wir haben sogar schon Silkwurm. Geil. Dann graben wir uns jetzt einmal hier runter bis auf den Boden. Was mit den restlichen Leaves passiert, ist mir gerade relativ latten egal. Hieraus würde ich aber eine Crafting Station machen. Ah, fast Leaf Decay ist ganz drauf. So, und dann einmal das gute alte erste Ausweiten der Plattform. Na. Damit ich das nicht verliere, die wichtigen Sachen tue ich mal gerade hier rein. Das war's eigentlich auch schon. Weil ich werde mal dieses Modpack so zocken, dass ich hier Creeper-Schaden lassen wir an. Mache ich jetzt einfach mal. Damit ein bisschen Herausforderung da bleibt und auch oder generell den Explosionsschaden lassen wir an. Und auch, dass wir durch Runterfallen unsere Items verlieren. Damit wir ein bisschen Spannung im Pack haben. So, machen wir das mal hier. Das ist doch kaputt. Oh. Und mir fällt noch was ein. Ne, nicht Video Settings, Controls. Ist dürfte, na, oder? Oh, Excavation, genau. Setzen wir mal auf Button 5. Sehr schön. Und das Twirken müsste auch gehen, genau. Also, Sky Factory 3. Wer es noch nicht kennt, wir können mal so ein bisschen in die Mods reinschauen. Oder wir können auch in das Achievement-Book reinschauen. Welcome to Sky Factory 3, a Modpack by Bacon Donut. Ja, alles sehr schön, wer das mal gerade lesen will, kann pausieren. A note by about Beyonce, bla 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 bla. So, dieses Modpack ist aufgeteilt in unterschiedliche Ages. Wir sind gerade im Wood Age, haben gerade erst angefangen. Das geht so weit, bis wir einen Cobblestone Generator haben. Dann geht es über den Stone Age, das geht eigentlich so weit, bis wir wirklich auch ordentlich sieben können und so etwas. Farming Age ist einfach so, naja. Erste Pflanzen, erste Farmen, Zuckerrohr und so eine Scheiße. Mystical Farming, Mystical Agriculture ist in diesem Pack. Das ist das neue, wie hieß der Mod nochmal? Mystical Crops? Nee. Magical Crops war es, genau. Age of Exploration, das ist generell so. Nether und so eine Scheiße, Ende. Age of Machines, klar, wer kennt's nicht, Maschinen sind natürlich in dem Pack. Age of Power, das ist so ziemlich Reaktor und so eine Scheiße. Green Energy, kommen wir später nochmal zu. Age of Enhancement, Tinker's Construct und generell Waffen kriegen. Alchemical Wizardry, das ist Blood Magic. Blood Magic ist in dem Pack. Botania ist in dem Pack. Draconic Evolution ist in dem Pack. Und dann generell, ich glaube, das ist, genau, das ist RF Tools.
Und dann das Age of Insanity. Insanity werde ich auf jeden Fall machen. Ja. Aber zuerst einmal gehen wir ganz, ganz zurück zum Anfang. Denn wir sind hier noch im Wood Age und haben unseren Croc benutzt, um Saplings und ein Silicon zu kriegen. Und wir haben auch schon unseren ersten Baum hochgetwirkt. Sehr schön. Ich würde so generell erstmal gucken, dass wir hier nochmal ein bisschen Holz rankriegen, dass wir die Plattform ein wenig erweitern. Aber auch, ja, erstmal ist, würde ich sagen, Fokus wirklich darauf, eine größere Plattform zu kriegen. So, anders als bei Project Orson 2 habe ich mir dieses Mal das Fokus gelegt, das Questbuch zu 100% abzuschließen. Questbuch sei schon. Das Achievement Book. Ich bin aber auch gerade mal froh, dass ich mal wieder so ein Modpack zocken kann, was nicht Hardcore ist. Ich meine, hier sind glaube ich auch einige Rezepte ein bisschen verändert, aber nicht so extrem. Aber naja, kommen wir später zu. Wir machen jetzt mal hier die Reihe, dass wir ein bisschen Platz haben. Sehr schön. Dann twerken wir den nochmal hoch. Benutzen die gute alte Handverkloppung. Und machen das Laub einmal weg. Sehr schön. 26 Saplings. Dann, okay. Dann können wir das einmal jetzt verwenden, um schon mal so eine Truhe zu machen. Eine sollte erstmal reichen. Und dann können wir auch schon mal zwei Barrels machen für neuen Dirt. Würde jetzt erstmal die ganz blöd hier hinpacken. Das ist eh noch nichts Finales, was ich hier jetzt aufbaue. Jetzt will ich mal kurz gucken, ob es Wood Shears gibt. Wooden Shears, ja, gibt es, aber da brauche ich einen Sapling für. Ganz schön teuer. Wildersrand. Ja, I see what you did there. So. Dann einmal Wood Shears. Texture Pack habe ich mir natürlich auch installiert. Falls man das nicht wirklich sieht, es ist das Faithful. Einfach die Vanilla-Texturen ein wenig verfeinert. Aber naja. Ui. Ja, Subi. Ich glaube, man muss für Orkskeletter muss man ein Item in der Hand haben. Machen wir nochmal eine Wutsch hier. Sehr schön, die Leaves würde ich nämlich auf jeden Fall haben. Genau. Einmal alles weg hier. Und die Erde ist auch schon fertig. Das heißt, wir können expandieren. Ja, das geht super schnell. Dann würde ich hier nochmal so ein paar Slabbies machen. Und wie gesagt, wir wollen expandieren. Ich werde gucken, dass ich auf jeden Fall auch wieder schaue. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich in diesem Modpack eine super Base aufbaue. Das heißt, es kann nur schon mal schief gehen. Also ich will jetzt nicht so auf dem Cobblestone-Stil bleiben. Und ich möchte gucken, dass ich verschiedene Blöcke mal verwende. Weil, ich meine, die Base in Orson 2, das hat mir schon gefallen. Aber da geht noch was. Da geht eindeutig noch etwas. So, den hatten wir falsch platziert. Dann machen wir jetzt aber hier noch ein bisschen weiter. Aber einmal ein wenig Platz lassen, dass wir noch eine Baumfarm hier hinkriegen. Ich bin echt mal gespannt, was wir hier aus diesem Pack rauskriegen werden, also für eine Base. Ich würde auf jeden Fall gucken, dass ich so ein bisschen... Ja. Ich will gucken, dass ich eine schöne Themenbereichsland nächstes Mal hinkriege.
So, unseren ersten Abel haben wir auch schon. Achievement-Buch runter. Schauen wir nochmal rein, was wir machen. Make dirt by composting saplings or leaves in an oak barrel. Haben wir. Ein fest leaves durch Silkworm. Können wir das gleich machen. Weil Strings sind wichtig. Sehr schön. Super. Na, die beiden wollen, der will noch nicht. Super. Dann werde ich jetzt einmal den hier abfällen. Dann einmal hier abtrennen. Super. Mache dann ein... Komm, wir machen uns... Geht das Rezept? Jawohl. Wir machen uns schon mal eine Compressed Quark. Und dann nehmen wir die Silkwürmer. Da bin ich froh, dass das jetzt schon mal viel, viel schneller geht. Nehmen wir hier die Erde raus, platziere das wieder da rein. Fülle nach. Und ich werde dann jetzt mal so ein paar Rezepte schon mal zeigen, also was wir hier drin haben für Mods. Stinkt mal Minecraft Vanilla, ist ja klar, ist ja die Basis. Dann kommen wir zu Actually Editions. Ist ein Mod, mit dem ich schon einiges gemacht habe. Also es ist nicht das erste Modpack in der 1.10, das ich jetzt zocke. Ich habe schon mal so ein paar gezockt. Aber nie wirklich zu Ende. Ich glaube, das letzte, was ich gezockt hatte, war Direwolf 20. So. Wo gern geht es weiter zu Advanced Generators. Damit werde ich auf jeden Fall was machen. Ich finde diesen Mod richtig geil. Blood Magic, wie man sieht, hat sich stark verändert. Also es geht immer noch um diese Blutaltar und so weiter, aber es ist viel neu dazu gekommen. Habe ich auch noch gar nicht richtig entdeckt, also noch nicht ganz richtig reingeschaut. Botania, glaube ich, hat sich jetzt nicht allzu viel verändert. Glaube ich zumindest. Teroterobos. What? Sunflower Man. Okay. Nehme ich jetzt mal so hin. So, was haben wir denn noch hier so für Mods drin? Keramics für Porzellan und sowas. Golden Brick. Dragon Brick. Das ist ja mit Dragon Brick, warum nicht? Dark Bricks. Ja gut. Auf jeden Fall, dann haben wir Chickens. Ein, meiner Meinung nach, super geiler Mod. Kann aber auch OP werden. Ich werde den auf jeden Fall ein bisschen verwenden, aber auch nicht allzu stark. So, Chisel. Onkel Klaus ist grüßen. Ja, wir werden eine super Base aufbauen, das werde ich sagen. Dann Chisel Bits. Colossal Chess. Das ist so ziemlich statt hier in 10x10 oder so. Also in richtig, richtig dick. Dann Cooking for Blockheads, damit wir besser bauen können, Essen machen können. Dark Utilities. Dann DecoCraft. Onkel Klaus lässt erneut grüßen. Ja, Draconic Evolution. Hatten wir eben schon gesagt. Elevator. Ist das ein eigener Mod? Etilonar? Endio? Sind, glaube ich, auch noch ein paar neue Maschinen dazugekommen. Oder neue Sachen. Energy Converter? Wie ist jetzt mein Henker als Energy Converter drin? Naja. Environmental Tech. Auf diesen Mod freue ich mich richtig. Ich liebe es. Gute alte Ex Nihilo und Ex Compressum. Und naja. So. Hier, das ist jetzt fertig. Ging verhältnismäßig 1000-mal schneller. Und wir haben Strings. Wir haben die Strings. Damit können wir jetzt unser erstes Sieve machen. Oder auch erstmal hier mit Schiefenpunkt in Fest abhaken. Use Crocto on the Fest Leaves to get String. Haben wir. Und jetzt haben wir ein Craft a Sieve and a String Mesh. Machen wir sofort.
Ich will aber erstmal gucken, dass ich ein bisschen Werkzeug mache, weil, naja, so die ganze Zeit mit der Hand arbeiten ist auch scheiße. Deswegen will ich gucken, dass wir auf Tinkers Construct schon mal gehen, dass wir schon mal das erste Werkzeug kriegen. So, Tinkers Construct. So. Sticks. Wir brauchen natürlich wieder unsere Blank Patterns. Dann einmal Good Old Stencil Table. Partbilder. Dann die Toolstation. Und eine Pattern Chest. So, das platziere ich jetzt, würde ich einfach mal sagen. Hauen wir mal hier hin. Pattern Chest, Part Builder, Toolstation. Sehr schön. Und mit dem restlichen Holz können wir noch mal ein bisschen die Plattform erweitern. So, wir wollen auf jeden Fall als allererstes eine Axt haben. Oh, Tinkers Konstrukt hat sich auch schön verändert. So, können wir das aus Holz machen? Jawohl. Dann machen wir uns da mal eine Holzaxt. Und die wird dann auch zusammengeschraubt. Und ja, selbst die Axt braucht jetzt dieses Tuch-Binding. Ja, ich würde sagen, wir müssen noch mal ein wenig twerken. Wobei, den lasse ich weg. Twerket, twerket, twerket. Eins. Ja, komm. Geht schon tausendmal einfacher jetzt. Komm, das Holz nehmen wir dann auch mal gerade dafür. Und dann erweitern wir nochmal ein wenig unsere Plattform, damit wir eine Basis haben, auf der wir spielen können. So, zwei Abstand dazwischen sollte reichen, damit die wachsen können. Das wird aber später eh doch alles umgeändert. Gut, dann gehen wir aber nochmal hier ein wenig in die Weite über. Suppi. Und ich glaube, in die Richtung können wir noch ein bisschen expandieren. Hauptsache, wir haben Platz. Und schon wünsche ich mir, wir hätten schon ein Bild dazu, aber naja, kommen wir noch früh genug hin. So, langsam wird auch wieder Tag. Sind schon wieder 16 Minuten rum. So, was kommt da rein? Das kommt da rein. Der ist gewachsen. Super. Dann ein bisschen was essen müssten wir. Und dann esse ich mal den Donut. Und den Bacon. Und schon haben wir Bacon Donut. Ja, wie gesagt, Bacon Donut ist der Modpack-Entwickler. Ich glaube, der hat auch Sky Factory 1 und 2 gemacht. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. So. Ich würde sagen, wir machen heute auf jeden Fall noch ein Sieb fertig. Vier Holz. Und das war es dann auch schon grundlegend. Ein Sieb. Wir können Erze sieben. Wieso können wir doch keine Erze sieben? Ganz einfach. Requires a mesh. Das ist eine Änderung bei an der 1.7.10. Wir müssen jetzt
ein Stringmesh noch reinpacken. So, und hier habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann packe ich das einmal hier hin. Und werde das jetzt einmal so erweitern in zwischen den Folgen. Dass wir ein 4x4 haben. Ich weiß, es geht auf 5x5, aber ich möchte es auf 4x4 haben. Denn ich finde, es passt. Naja, was heißt, es passt so besser? Ich habe mich einfach daran gewöhnt, das 4x4 zu machen. Eigentlich können wir dann mal gerade so eine ganz blöde Umrandung noch schnell machen. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Ganz blöde Umrandung ist fertig. Also hier kommt unsere Siebeanlage hin. Denn wir können mehrere Items auf einmal sieben. Eine super Änderung, finde ich. Gut, ich würde sagen, ich mache das dann jetzt hier nochmal offscreen fertig. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich mal vielen Dank. Ich bedanke mich mal herzlichst fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in einer neuen Folge. Bis dahin. Tschüss.